Was ging hier vor sich und wer wusste wann was? Fakt ist, die fünf hatten eine WhatsApp-Gruppe, da wurden wohl Hitler-Bilder und anderes rechtes Zeug verschickt. Aber über einen der Dienstcomputer sollen auch die Privatdaten der Anwältin Seda Bascha-Yildiz grundlos abgerufen worden sein. Die Anwältin, hier rechts im Bild, vertrat im NSU-Prozess die Nebenklage. Im August erhielt die Anwältin dann ein Drohfax jenseits der üblichen Beleidigungen, so ihr Kanzleikollege Mehmet Daimar-Güler. Die Drohung wörtlich, das zweijährige Kind abzuschlachten. Das Kind wurde namentlich genannt, auch die Anschrift, die Privatanschrift. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz neue Dimension. Ein Dammbruch, findet der Bonner Rechtsanwalt. Er selbst hat seit dem NSU-Prozess auch schon rund 1500 Morddrohungen erhalten. Aber ein Kleinkind? Er beriet sich mit der Kollegin, sie erstattete Anzeige, der Staatsschutz ermittelte. Informationen gab es aber keine mehr. Sie hat wiederholt nachgehakt beim Staatsschutz und gefragt nach dem Ermittlungsstand. Und es wurde ihr halt an keiner Stelle mal gesagt, alles deutet auf eine Polizeiwache hin. Und ich glaube, diese Art von Kommunikation oder der schlechten Kommunikation führt dazu, dass die Menschen dann zu Recht auch verunsichert sind. Die Polizei in Hessen steht vor einem neuen Skandal. Steckt gar eine rechtsterroristische Polizeizelle dahinter? Das Landeskriminalamt ermittelt, die Polizei bangt um ihren guten Ruf, bangt um das Ansehen von tausenden Beamten, die jeden Tag vorbildlich Dienst leisten. Die Polizei, nicht nur in Hessen, in ganz Deutschland, genießt bei der Bevölkerung ein sehr großes Vertrauen. Und die Vorfälle, die jetzt hier in Frankfurt passiert sind, sind natürlich geeignet, dieses hohe Maß an Vertrauen in einem ganz gehörigen Maße zu erschüttern. Übermorgen tagt der Innenausschuss des Hessischen Landtags. Es soll nun alles aufgearbeitet werden, so heißt es. Zunächst muss man mal genau wissen, was es geht, wie viele Beteiligte das sind. Das ist ein Vorgang, den ich sehr ernst nehme. Und da steht eine ganz bange Frage im Hintergrund. Wie rechtsanfällig ist unsere Polizei? Sind die Mitarbeiter hier wirklich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft oder gibt es in der Behörde doch verstärkt rechte Tendenzen, vielleicht sogar deutschlandweit? Seda Bascha-Yildiz wollte sich heute nicht zu der Bedrohung äußern. Sie will einfach weiterarbeiten. Ich glaube, dass das für jeden Menschen sehr, sehr schwer ist. Aber wenn es eine Kollegin gibt, der ich zutraue, dass sie unbeirrt weiterarbeitet, sich weiter nicht nur für ihre Mandantinnen und Mandanten einsetzt, sondern in ihrer Arbeit auch für den Rechtsstaat insgesamt. Wenn es eine Kollegin gibt, dann ist es Seda Bascha-Yildiz. Das ist eine Frau, die ist tough, die ist gut. Ich habe einen riesen Respekt vor ihr. Die fünf mutmaßlich beteiligten Beamten sind suspendiert. Ob gar ein größeres Netzwerk dahinter steckt, müssen nun die Ermittlungen zeigen.